frieren. Ja, einfach geiler als die Millennium Falke. Was? Was zur Hölle? Ja, General. Ist euch auf Toxun etwas zugestoßen? Ihr seid beunruhigt aus. Ich spüre etwas Frieden. Es war schwierig, aber ich scheine langsam etwas über mich zu lernen. Was meint ihr damit? Es ist nichts. Nur etwas, das mir die Augen geöffnet hat. Fragt mich doch ein anderes Mal danach. Wolltet ihr etwas be- Okay, was später müssen wir diskutieren darüber. Aber ich denke, wir verreisen erstmal und danach. Was sind wir noch mit den anderen? Erstmal verreisen. Bevor wir weiter quasi. Hier bin in Bedrängnis geraten. Und tschüss. Korriban. Und ab geht's nach Dantooine. Schon mal, ich wollte wieder mal einen Wecker aufstellen. Hat sie sich schon gemeldet? Noch nicht. Ich verstehe nicht, warum sie so ungehorsam ist. Du weißt warum. Sie gerät nach ihrer Mutter. Sie beschämt uns alle. Sie hat schon immer Schande über uns gebracht. Sie war stets die Niederste unter uns. Und ihre Einstellung ist zu leidenschaftlich. Vielleicht ist es besser, wenn sich unsere Schwester aus freien Stücken für die Verbannung entscheidet. Okay. Vielleicht ist jetzt doch Zeit für sie zum Training. Wo wir den alten Schaden bekommen. Ja, quasi sind wir erstmal mit, wie immer, mit erstmal mit Visa Mar. Hallo! Mein Leben für das eure. Fragen weiter. Ich habe euch. Ich diene. Mein Meister hat. Es gibt nur wenig. Das könnt ihr nicht. Selbst wenn ich euch. Wenn ich euch ungeprüft. Es wäre als. Ihr werdet meinen Mein. Und wenn ihr vor ihm. Ihr strahlt eine Größe aus. Eine Größe, die nicht aus der Macht kommt. Sie kommt aus eurem innersten Wesen. Und wenn mein Meister euch nicht versteht, euch nicht sehen kann, dann gibt es vielleicht noch Hoffnung für uns alle. Wenn ihr aber überleben wollt, dann müsst ihr begreifen, warum das so ist. Ich sehe vieles, was mein Meister, mein Volk verbringt sein ganz. Über dieses Thema habe ich. Es ließ sich nicht. Jeder, der die Macht, seine Macht ist und wer die Macht. Der letzte Rat der Jedi. Es gelang ihnen und mein Volk. Sie hofften die. Er kann seinen Hunger. Und nun da. Sie hofften die Bedrohung. Ich beantworte, was ich kann. Ich kenne den Ort, doch es gibt andere. Es gibt viele nicht immer wissen, sie glauben, dass. Ich beantworte. Mein Meister hat den. Es gibt viele Gruppierungen, nicht immer wissen die. Sie glauben, dass. Ich beantworte, was ich kann. Mein Leben führt. Ich beantworte, was.
Naja. Irgendwie ist ihre Dialoge komisch. Man konnte als männliche Person quasi mit Ja, Bits. General. Jetzt? Ich spüre etwas Frieden. Es ist nicht. Wolltet ihr etwas bitte? Okay. AK-47. Erkundigung. Soll ich jemanden für Sie töten, Meister? Was Liebe ist, du musst mich nicht immer Meister nennen. Feststellung. Oh, das ist mir durchaus bewusst, Meister. Ich tue es nur, um die Illusion der Kontrolle und des Gehorsams aufrechtzuerhalten. Es beruhigt die Menschen, bis das Ende naht. Es gibt keine Illusion oder der Kontrolle. Du gehorchst meinen Befehlen. Was meinst du mit Ende? Tröstende Worte. Meister, jeder stirbt früher oder später. Allerdings bin ich nicht immer am Ableben eines Fleischsacks beteiligt. Sogar Droiden sterben, wenn sie nicht regelmäßig gewartet werden. Bis dahin kriegst du meine Befehle, nein. Feststellung. Ah, noch mehr Fragen. Wunderbar. Sarkastisch, ich liebe es. Ich habe die manipulierte Navigationscomputer gefunden. Weißt du, warum er gesperrt ist? Erkundigung. Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass der Navigationscomputer gesperrt ist. Er ist sprachgesperrt. Aussage. Ja, ich habe schon gehört, dass er per Spracherkennung geschützt ist. Seltsam. Kannst du die Stimme imitieren, nicht wahr? Kannst du die nicht entsichern? Aussage. Das mag sein, Meister. Aber ich müsste wissen, wer ihn durch die Spracherkennung gesichert hat. Dieses Wissen fehlt mir aber leider. Wir müssen uns bis auf Weiteres wohl mit den Astrogationsfähigkeiten des T3 begnügen. Er ist ein für seine Klasse sehr treuer und verlässlicher Droide. Feststellung. Okay. Wie seid ihr in der Galaxis? Ich wollte anderen HK-Einheiten reden. Aussage. Ah. Weißt du, wo die Klone stehen? Antwort. Meister, ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, wohin. Woher Antwort. Wegen meines Selbsterhaltungs. Ich könnte sie genauso wenig erschießen wie mich selbst. Eine frustrierende Situation. Feststellung. Wer war dein früherer Meister? Antwort. Meister, wie ist der Zufall? Trost. Trotz. Feststellung. Wisst ihr über die Sith, die uns jagen? Antwort. Nein, Meister, das tue ich. Diese neuen Sith kämpfen anders, als ich es gewohnt bin. Sie scheinen ihre Ziele mit List und gezielten Morden zu verfolgen. Hast du eine Idee, wo sie zuschlagen könnten? Antwort. Nein, Meister. Die Sith hatten vor und während Theorie. Vielleicht unterhalten die Sith immer noch einen Trost. Aber nur keine Twi'lek mit hab. T3 kommt bald wieder, ja. Gehen wir mit unseren Dienerin. Ja? Paar Fragen stellen. Fragt. Wollte über meine Mutter reden. Was ist mit ihr? Wie gesagt, ich weiß nicht viel über sie. Wusstet ihr, dass sie ein Jedi-Ritter war? Sie war ein Jedi, ihr Name war Iron Kay. Das weiß ich bereits. Warum erzählt ihr mir das? Weil die Macht stark in euch ist. In euch und ihr einsetzen könntet, um andere zu helfen. Ich glaube, das wusste ich schon immer. Es war stets Teil meiner Gedanken. Als ich Atres folgte, wollte ich möglicherweise dem Ruf meines Blutes folgen. Dem Ruf meiner Mutter. Ich fühlte mich unfertig, leer, seit sie auf Malachor 5 gefallen war. Aber mit eurer Hilfe kann diese Wunde vielleicht geheilt werden. Und so endet es. Ich möchte, dass ihr mich die Nutzung der Macht lehrt. Ich will eine Jedi werden, wie meine Mutter. Ich bin kein Jedi, sprecht mit Atres, nein. Wenn ihr das tut, brecht ihr euer Eid, den ihr Atres gegeben habt. Ich werde euch nicht als Jedi ausbilden, aber euch die Wege der Macht lehren. Die Jedi sind tot, nein. Wenn ich euch trainiere, könnte ich euch schaden.
Und das möchte ich nicht. Hört mir zu. Ich bin mir schon sicher. Ich könnte mir keinen besseren Lehrer wünschen. Ich habe euch im Kampf gesehen. Ich sah euer Herz. Und ihr seid, was ich werden möchte. Ich spüre eine Leere in mir. Aber wenn ich bei euch bin, verhallt das Echo. Dann lehre ich euch, was ich über die Jedi weiß. Ist das, was ihr wollt? So sei es. Ihr werdet euren Eid brechen, den ihr anhängt. Das ist alles, was ich will. Ich will empfinden, was meine Mutter für meinen Vater empfunden hat. Was durch die Adern meiner Mutter floss, als sie eins war mit der Macht. Ich möchte hören, was meine Mutter hörte, als sie gegen die Mandalorianer kämpfte, bis sie auf Malachor 5 starb. Dann hört zu, ihr tragt das Zeichen eines dunklen Jedi-Wächters. Was? Jetzt wird sie einfach zum Sith? Jetzt wird sie ohne Grund zum Sith? Was ist das für eine Aussage? Ich werde euch nicht im Stich lassen. Ich werde euch in Ehren halten wie meine Mutter. Die ist dunkler Jedi-Hüterin. Oh. Ihre Fähigkeiten werden sich verbessern, wenn sie ihre Reise begleitet. Verrat! 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 Herrin? Sie hat mich verraten. Die letzte eurer Schwestern hat mich verraten. Hat uns verraten. Sie ist nicht mehr eure Schwester. Sie reist nicht mit dem Verbannten. Stattdessen hat sie sich für den Weg der Sith entschieden. Herrin, vergebt uns, aber seid ihr sicher? Sie würden ihren Eid niemals so leichtfertig brechen. Das ist längst geschehen. Zweifelt ihr etwa an meinen Worten? Nein, Herrin. Ihr wart es, die Jedi auf Dantooine gerettet und ihr Wissen gesammelt hat, um es hier zu verbergen. Aber warum? Wie ist sie gefallen? Es ist ein Zeichen der Verderbtheit. Und vielleicht auch der ihren. Er wird sie ausbilden und sie wird fallen. Ich bin zur guten Seite geworden? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin zur guten Seite gewechselt? Ihr wollt mich doch vollkommen verarschen. Wo ist sie? Sieht doch dadurch gut noch aus. Die ist hier die Hüterin. Hä? Hä? Ich dachte, die würde zur dunklen Seite anhören. Hä? Ah, doch, hin und her wechseln, wusste ich gar nicht. Stimmt, da muss ich mal leveln. Hier kann ich nicht wechseln, ja? Ich will mich verarschen. Hier kann ich alles wechseln, aber nicht bei ihr. Also. Ne, wartet hier. Ich, Benok, Ion, Täubung, wechseln wir, komm ich auch noch Waffe, wo waren das, hier, du hast Ono und das, du hast Defense, ja, warum nicht, und du bekommst einfach das hier. Noch kann ich die Klinge nicht geben. Hm.
Na gut. Ja? Ein paar Fragen stellen. Fragt. Hat mich Adres jemals erwähnt? Sie sagte, ihr hättet... Die hat immer nur die gleichen Dialoge. Ich habe jetzt keine Lust, darüber zu fragen. Gehen wir einfach mal zu Kreia mit Verrat. Ja? Möchte mir mal Macht lernen. Gut. Macht. Die Jedi Praktik. Vielleicht habt ihr mit der Zeit. Erzähl mir von Souré. Eine defensive Technik, aber wirksam. Verwendet sie, wenn ihr keine Treffer erleiden wollt. Oder wenn ihr vielen so. Mit einem Licht mit der Zeit. Okay. Fragt. Andere Fragen. Er, wenn man ihn immer noch als. Er hat ihm. Behaltet dieses. Ich weiß nicht, meine Sklaven nicht mehr. Klammert euch nur an. Er ist kein Mann mehr. Wie konnte er. Wisst ihr, warum sie verschont wurde? Vielleicht ist er mit ihr verbunden, wie ihr müsst bereit sein. Nein. Wisst ihr, warum er. Nein. Diese Technik. Man kann es. Ja. Irgendwie, wie kann jemand so stark sein? Ich verstehe nicht, warum er mit derartigen Macht nicht die Galaxis erobert. Denn es kann nie wirklich beherrscht werden und hinterlässt nichts, was noch... Es beherrscht ihn, nicht umgekehrt. Es hat seinen eigenen Willen, seine eigenen Instinkte. Wie kann jemand so stark sein? Nein, er ist kein Mann mehr. Man kann unmöglich über eine solch gewaltige Macht wie ihr Meister verfügen... Und dabei so denken und das Universum so wahrnehmen wie wir. Wie die meisten von uns. Ich hatte gehofft, dass ihr ihm nicht entgegentreten müsst. Aber ihre Anwesenheit hier hat das alles geändert. Ihr müsst euch ihm im Kampf stellen. Ihr müsst bereit sein, die Blinde zu opfern. Nein. Diese Technik, ja. Man kann es nicht... Fragt. Und ich will... Nein, interessiert mich nicht. Kannte die Atris. Atris selbst ist mir nicht so bekannt, wie sie vielleicht sein sollte. Aber ich habe das Gefühl, sie zu kennen. Ja. Was meint ihr damit? Weil auch ich vor langer Zeit denselben Weg... Sie Ach hat so. Die ersten Schritte... Ihr seid ihren Weg gegangen? Früher war ich es... Man lernt schnell... Deshalb haben... Ihr habt Revan ausgebildet? Ihr habt bereits zu viel... Fragt. Nochmal. Und ich will... Wir fragen das nochmal hier. Würde gerne wissen, nein. Atris selbst? Weil auch ich von sie hat die erste. So viel Dialoge, die man schnell ausbinden deshalb muss. Haben Atris. Kreia, wer hat Schuld? Ihr habt bereits. Fragt. Kanntet ihr Revan? Ich habe schon einmal das. Leider nicht. Fragt. Und ich. Wenn ich euch dem Rat, wenn euch da war, Arroganz hat ihr selber gesagt. Also hat sie nichts mehr richtig viel zu antworten aktuell. Mandalore, du bist irgendwie ein sinnloser Begleiter, glaube ich. Ja? Was? Die Republik hat ihre ohne Revan. Öffnet eure Augen, erst dann wandelt. Nicht nur nicht die Furcht, die. Sicher gab es gut. Ich werfe euch nicht. Braucht ihr noch etwas? Ich habe keine mehr. Braucht ihr noch etwas anderes? Ihr habt in dem Mann. Nichts zu bedeuten. Ich wollte mein Training echt kaufen. Das nein. Sie waren nur je und kannten das. Ihr wart stehen. Alles, was wir wussten. Wir dachten, wir. Was dachtet ihr über uns? Eine Bedrohung, nein. Starke Krieger, die würde so Gegner. So dachten wir, ihr habt einen. Und was wäre für meine Clan? Wir hatten einen. Seht euch um. Ich frage. Ja, ja. Natürlich, meine Leute könnten. Seid ihr. Seid Denkt an. Einfach darüber, braucht ihr noch etwas? Schon gut. Du hast immer nichts mehr zu labern. Und mein Wecker klingelt wieder. Dann quatschen wir mal mit Goto. Was bringt ihr mir?
Wenn man bedenkt, dass ich bestimmt über die Operation von Nashadar reden. So sehr ich auch darauf brenne, meine Geschäftsgeheimnisse. Nein, nee, dann halt nicht. Dann lass mich in Ruhe. Dann reden wir noch mit Mira. Ja? Stimmt was nicht? Ich wollte was fragen. Ich hatte gehofft, wir können uns unterhalten. Unterhalten? Worüber? Wir müssen besser kennenlernen. Warum? Willst du etwa mein Vater sein? Nein. Komm schon, nicht so schlimm. Bin ich doch auch nicht. Gib mir eine Chance. Nein, eigentlich wollte ich eine Teambeziehung. Nein. Bist du sicher, dass du ein Jedi bist? Deine Verbannung dauert wohl schon eine ganze... Du bist viel zu alt für... Ich meine, im Kampf bist du wirklich toll. Und du hast wahnsinnig intensive Augen. Und du kümmerst dich offensichtlich ausgezeichnet um deinen Körper. Aber ich kann es mir einfach nicht leisten, mich an dich zu gewöhnen. Außerdem hast du doch schon deine kleine Reisegruppe. Ich will nicht ein Teil deines Rudels sein, verstehst du? Was redet ihr da? Hör mal, wenn wir jetzt ein Bett teilen... Du bist wirklich niedlich, Alter. So alt bin ich doch gar nicht. Also schön... Es ist mehr als nur das Alter. Ich dachte immer, ich hätte viel gesehen, aber du siehst aus, als wärst du in deinem Wesen schon 100. Hä, will sie verarschen? Ich bin jung und knackig. Zurückschrecken? Du kannst mit mir nicht umgehen. Ich würde dich töten. Frag schon. Ja, ja. Ihr scheint unruhig zu sein. Die ganze Reise... Genieße beide. Ich würde lieber irgendwas... Job Nascha da. Ja, ich war. Naja, Nascha wenigstens spürt. Naja, so weit würde ich nicht gehen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Das sage ich euch eines Tages. Vielleicht erlaube ich es dir eines Tages. Komm mit mir mit. Lass mich zeigen, was Claire mir gezeigt hat. Also gut. Aber ich bezweifle, dass du mir etwas zeigen kannst, was ich noch nicht kenne. Und benimm dich dabei bloß nicht wie ein Tourist. Das lockt die Aasgeier an. Wie jetzt? Kann ich jetzt als Jedi bin jetzt? Frag schon. Ja? Stimmt was? Frag schon. Warum tötet ihr eure Ziele nicht einfach? Nein. Unterhalten? Nein. Frag schon. Der größte Fehler. Willst du das wirklich? Tja. Ich glaube mal alle. Ich habe den Namen vergessen. Kaschik. Keine Ahnung. Wupi. Aber ich habe das Gefühl, die Leute von Fogger. Er war es. Nicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte immer, dass er sie einfach gern als Waffen verwendet. Frag schon. Ich habe schon mehrmals getötet. Aber nur wenn... Aber... Ich weiß, das ist etwas anderes. Ich kann es auch nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ich habe schon lange niemanden mehr getötet. Aber wenn ich bei dir bin, kommt es mir vor, als ob ich nie etwas anderes gemacht hätte. Es ist wie ein Reflex. Das gefällt mir nicht. Und ich weiß nicht, wann oder warum es plötzlich so leicht geworden ist. Frag schon. Okay, den Dialog kenne ich jetzt gerade ja nicht. Na gut. Aktuell gibt es eher nichts zu reden mit ihr. Aber ich denke mal, man kann sie bald auch als CEO ausbilden. T3, du Vogel, wo bist du denn hin? Na, gescheitert. Ups, da war kurz geschlossen. Jetzt kriegst du rückwärts. Nein. Wir können mal ein bisschen reparieren, oder? Ich beeil mich. Erfolg. Reaktionsimplantate ist aktiv. Versuch's mal. Du scheinst eine Schnelligkeit ja wieder zu haben. Nun müsstet du auf alles gefasst sein oder zumindest etwas präziser werden.
Mit der Reparaturfähigkeit optimierst du T3 reaktionsfähiges System. Geschicklichkeit verbessert sich um 1. Nein, mir geht es gut. Ich war wohl nur zu sehr in meine Arbeit vertieft. Ich muss mich auf dich konzentrieren und dazu der Rest des Schiffes isolieren. Solange du operiert bist, musst du dir um mich keine Sorgen machen. Nein, mir geht's gut. Ich will dir was fragen. Kann ich nochmal weiterhin reparieren? Okay, da bin ich nicht genug. Sei nicht so ein Real-Mode. Sei stark. Wir versuchen es später nochmal. Ich möchte, mich verbessert habe. Na, zumindest hat er sich ist ein bisschen stärker geworden. Wir können noch was verbessern hier. Ui. Cool. Erstmal Lichtschwerter. Haben wir irgendwas, was ich neu habe hier? Stark gegen Druiden, Energie, Schaden plus 2. Naja. Orange. Wie sieht das aus? Sieht scheiße aus. das war Krayas, die Schwert war. Ja. Wir geben einfach Krayas ein orangenes Schwert. Moment mal. Hä? Ähnlich wird es verschwunden. Fernkampf? Also hier. Ja, wir geben ihnen das hier. Muss ich was? Weil ich überhaupt was? Ja, das hier habe ich. Na hier. Kannst du denn? 1 bis 4 Energie. Kritisch. Wie war das hier? Ja, Nahkampf. Sith Thermoklinge. Scharf war nur. Nö, lassen wir. Alter, guck mal, wie Schaden das macht. 7 bis 20? Dann noch Schadenbonus 3 Schall und plus. Das ist schon wirklich stark. Verträgt nicht. Du. Was trägt eigentlich sie hier? Achso, das hier. Konstruktion, Geschichte, Stärke. Defense. Irgendwas, was besser sein könnte. Machtregeneration. Wäre praktisch. Ich hätte so viel Ruhm einfach mal quasi zerflattern hier. Was hast du hier? Uninteressant.
Das war... Sie? Wir nehmen mal... Achso, ich glaube, keine weiteren mehr. Den geben wir jetzt, nehmen wir das hier, ja. Das reicht erstmal. Sind wir jetzt am Dantooine? Ja, dafür. Wir speichern vorher. Speichern, ja. Und denken wir, wir gehen jetzt raus. Oder irgendwas vergessen. Bautur. Dann gehen wir raus. Wen nehmen wir jetzt mit? Wir nehmen die Dienerin erstmal mit. Und Goto.